Bei den deutschen aktiven Meisterschaften hatten die Koblenzer keinen glücklichen Tag. Als einziger erreichte Mario Krause das Finale der letzten acht. Kotten und Bauer konnten zusehen, wie Krause gegen Jacek Hochweider unterging und sich in der deutschen aktiven Rangliste nicht entscheidend genug verbessern konnte. Mucho Mario am Ende Sechster und gerade noch unter den Top Ten der deutschen Säbler. Nächste Woche beim Weltcup in Bonn wird es für ihn darum gehen, diesen knappen Vorsprung vor Altweltmeister Felix Becker zu behaupten. Mehr Grund zum Jubeln hatte Willi Kotny bei der Meisterehrung durch Innenminister Walter Zuber. Kotny wurde wegen seines WM-Titels mit der deutschen Nationalmannschaft und seiner deutschen Juniorenmeisterschaft im Einzel mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Ehrung auch für Andreas Hölzenbein. Er war bei der deutschen B-Jugendmeisterschaft deutscher Meister geworden. Gruppenbild mit Minister. Zwei Stunden später Meisterehrung durch die Stadt Koblenz. Florettfechter Johannes Krüger wurde für den Gewinn der Weltmeisterschaft mit der deutschen Mannschaft ausgezeichnet. Christopher Prengel war bei der deutschen B-Jugendmeisterschaft Dritter geworden. Bei so vielen Fechtern tat ein Handzettel für Oberbürgermeister Eberhard Schulte-Wissermann gut. Nächster auf dem Zettel David Natter, ebenfalls Dritter bei der deutschen Meisterschaft der B-Jugendlichen. Dann Applaus in der Mercedes-Vertretung für Steven Bauer. Er hatte sich über einen dritten Platz bei der deutschen A-Jugendmeisterschaft für die Weltmeisterschaft in Venezuela qualifiziert. Pause für das Gratulationskomitee, denn die Ehrung des Sportler des Jahres stand an. Wer würde es nach Dennis Bauer werden? Das Küsschen für Trainer Eberhard Mehl verriet es. Es war wieder ein Fechter. Diesmal Viradech Willi Kotny, Sportler des Jahres. Und zwei Dutzend Hände, die den Preis überreichen wollten. Dann stellte sich der überglückliche Sportler den Fotografen. Sie meinen nicht mich?